Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda Twilight Princess. Ja, in der letzten Folge haben wir den fünften Dungeon, die Schneeberge, die Bergruine, gemeistert. Und keine Ahnung, entweder gehen wir jetzt sofort zu Thelma zurück, erfahren von ihr, wo wir unseren nächsten Dungeon finden oder wo noch einer Hilfe braucht. Da oben sehe ich schon den Schneemenschen oder den Yeti, wie auch immer. Der jetzt wahrscheinlich schon das Minispiel starten will, aber muss er nicht unbedingt. Nicht jetzt sofort, meine ich. Mietna, wir werden uns erstmal darum kümmern, dass wir möglichst viele Dungeon-Items schon kriegen. Hm? Die ganzen Herzteile können wir immer noch erfahren, wo die sind. Von unserer Wahrsager-Freundin. War ja klar. Immer wieder der Briefträger nach jedem Dungeon. Post. Zwei Briefe. Aha. Okay. Ab mit dir. Zwei Briefe? Aha. Interesting. Okay. Sehen wir uns an. Sind die jetzt ganz unten oder was? Na hier. Letzte Nacht hatte ich einen seltsamen Traum. Ich war eingehüllt in lauter Schmetterlinge und mit ihnen zusammen bin ich geflogen. Ich sah auf Hyrule Stadt herab und konnte den Leuten winken. Einige winkten sogar zurück. Nach einer Weile brachten mich die Schmetterlinge wieder zurück auf die Erde und legten mich sanft auf mein Bett ab. Und dann sagten sie, bis demnächst. Oh, ich wünschte, ich könnte wirklich fliegen. Agneta, warum erzählst du mir hier einen Traum? Hat überhaupt keine Bedeutung. Die Frau des Schneemenschen, entschuldige, dass wir uns gar nicht richtig um dich kümmern konnten, als du neulich zu Besuch warst. Ich wollte dir nur kurz schreiben, dass es mir wieder viel besser geht und ich mit meinem Mann wieder öfter rodeln gehe. Wenn du es auch mal probieren willst, komm doch einfach in den Schneebergen vorbei. Wir haben hier fantastische Pisten. Na, wenn du meinst, irgendwann. Dungeons sind für mich jetzt aber irgendwie von höherer Priorität. So, Thelma. Jetzt hier runter. Ja. Diese Star Challenge können wir erst machen, wenn wir, beziehungsweise die nächste Stufe, wenn wir zwei Fanghaken haben. Und das könnte noch ein bisschen dauern. So, Thelma. Er braucht als nächstes Hilfe. Naja, er schläft wieder da. Link, dieser Wilde aus den Bergen hat sich nicht mehr in der Höhle der Zoras gezeigt. Vielleicht habe ich die Ereignisse in Hyrule und in den Schneebergen ja auch einfach überbewertet. Aber jetzt mal im Ernst, du weißt doch irgendwas, oder? So sieht's aus. Mo wollte sich in den Heiligen Hain aufmachen. Ich glaube, er liegt ungefähr da, wo das Zeichen auf der Karte ist. Und natürlich haben wir noch kein Portal dahin. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg dorthin hier wieder zu Fuß hinlegen. Oh. Toll. Aber okay. Wir wissen, wo er ist. Wir machen uns sofort auf den Weg. Okay. Hierher. Yeah.
Ich schätze, es wäre besser, wenn wir nicht als Wolf unter seine Augen treten. Da hinten ist er ja schon. Moment. Gab es hier bei dem Typ, der uns die Lampe gegeben hat, nicht noch einen Felsen zu sprengen? Ja gut, das muss ich mal später hin. Der ist jetzt wichtiger hier. Yellow. Ist ziemlich lange her, dass wir beide in diesem Wald waren. Ah, da ist der erste Dungeon. Sag mal, jenseits dieses tiefen Tales, dort soll es tief im Wald einen uralten Schrein geben, der von einer heiligen Macht geschützt wird. In diesem Schrein, der von den Vorfahren der Hylianer erbaut wurde, soll es Überreste einer alten, hochentwickelten Zivilisation geben. Wenn es jemandem gelingen würde, das Geheimnis dieser alten Zivilisation zu ergründen, könnte Hyrule sicher gerettet werden. Link, willst du die Aufgabe übernehmen, die Schlucht zu überqueren und dieses Geheimnis der alten Zivilisation zu ergründen? Ja, deswegen bin ich hier. Wusste ich doch, dass du das sagst. Mein Partner wird dir helfen, die Schlucht zu überwinden. Nicht über ihn lustig, er fliegt wirklich fantastisch. Er bringt dich über die Schlucht, wirst schon sehen. Ein goldenes Huhn, hm? Das soll klappen? Ich lass mich überraschen. Ja, der fliegt wirklich super. Okay, vielleicht bin ich auch nur falsch abgesprungen. Yay, das goldene Huhn ist weg. Oh ja, ich bin wirklich falsch abgesprungen. Dort hinten muss ich hin. So, da bist du ja wieder. Und hopp. Ja, das sieht doch schon besser aus. So, dort hinten hin. Es gibt also auch einen Weg, wie wir als Mensch hier rüberkommen. Okay, wir werden mal wieder den Bumerang ausrüsten. Echt jetzt? Ich drück immer den falschen Button. Ist das zu fassen? So. Mehr? Okay. Na gut, als Wolf kommen wir jetzt gar nicht mehr hier rüber. Die Seile sind weg. So, kannst zurück zu deinem Herrn. Alrighty. Der heilige Hain. Nein, nicht schon wieder. Verfluchtes Horror-Cat. Ach, Mann. So. Ich glaube, hier brauche ich auch Pfeil und Bogen, also. Guckst du nur einmal auf das Menü runter und schon bist du wieder umzingelt, die Schweine. Ah, da wo seine Laterne leuchtet. Hör dich.
Hier bist du. Aha. Boah, geht mir nicht auf die Nerven. Haut ab. Okay, hier ist jetzt aber niemand. Ja, ich bin scheinbar auch falsch gerannt. Naja. Ah, da leuchtet seine Laterne. Da oben ist ein Irrlicht. Ah. Lass mich in Ruhe. Also das hole ich mir noch mit, wenn ich schon mal hier bin. Boah, gerade so. Ich muss halt wieder auf einen einprügeln. Ja, blank ziehen hat funktioniert. Nein. So, wo ist der kleine Drecksack? Klingt nicht so, als wäre er hier. Ach, dann... Link, hör auf die anzuvisieren, meine Güte. Hier vielleicht? Meine Güte, wo ist der? Jetzt renne ich doch wieder zurück. Okay, ich glaube, ich bin ein wenig verwirrt, aber obwohl da leuchtet's. Wo zur Hölle bin ich hier gelandet? Okay, wir zünden das mal an. Boah, ey. Mir von der Pelle. Oh, Bomben. 30 Stück. So, hier ist seine Laterne zu sehen. Da ist der kleine Bastard. Erwischt. Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, dort hinten geradeaus weiter. Aha. Schätze mal wieder hier durch. Ja. Ah ja. Boah. Verwirrend. Noch verwirrender als beim Wolfpart. Ja.
So. Ja, da hinten leuchtet. Jetzt habe ich mich nicht verguckt. Okay. So, hier etwa? Ja. Yeah. Was zum Teufel? Aha. Ah, der ist hier. Fragt sich nur wo. Da ist der erst eine Runde gerannt, bevor ich wieder hier richtig war. Boah. Der ist hier ganz in der Nähe. Ach. Okay, ich habe ihn jetzt nicht gesehen, wahrscheinlich nicht richtig geguckt. Da oben! Oh! Das ist echt fies. Kleiner Drecksack. Durch jetzt. Und dann dürften wir eigentlich schon fast da sein. Ja. Okay. Ah, ich verstehe. Ja. Wieder eine finale Phase. Hier kann ich mit Pfeil und Bogen umgehen. Hier muss ich mich nicht direkt gleich um die kümmern. Okay, oh ja. Ich glaube, hier muss ich auch mit Bogen umgehen. Das geht hier ein bisschen schneller jetzt. Oh. Hohoho. Hast genug, ja. War doch lustig. Du darfst durch zum geheimen Ort. Was war daran bitte lustig? Arrows. Okay, gut. Ja, wir können... Wir nehmen die Bomben wieder rein. So. Statt der Lampe. Alrighty. Kommen wir hier von einer anderen Seite und ich schätze, den sollten und können wir auch unterschieden, genau. Tada! Oh ne, sag mir jetzt nicht, ich muss das Rätsel nochmal machen. Der heilige Hain, hier ist das also. Hier höre ich wieder die goldene Schnecke. Och nee. Sag mir jetzt nicht, ich muss diesen Kack nochmal machen.
Okay. Das funzt nicht. So, die Schnecke hier haben wir ja. Nochmal zum Schwertsockel hin. Ihr hört euch auch nicht. Hier gibt es jetzt aber auch nichts Neues, ne? Zustechen. Oh. Okay. Reisen wir zurück in die Zeit. Ah. Jetzt ist das Tor offen. Ah, okay. Gut. Okay, wir nehmen es wieder mit. Ist schon wieder so lange her. Oh nein. Jetzt fällt euch ein, dass hier mein Portal hin könnte. 1, 2, 3, 4, 5. Oh nö. Jawohl. Und dann noch kleine beschissene. Oh, na geil. So. Nein, 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 nein. Komm mal zu. So. Okay. Gut. Okay, ab jetzt können wir uns hier jederzeit hinwarpen. Auf die Tür. Krass. Oh. Oh, und wer kennt diese Melodie nicht? Wir sind hier praktisch wieder in der Zitadelle der Zeit, hm? Und das Klingen dieses goldenen Insekts haben wir bestimmt hier hinter einer dieser Statuen. Wir brauchen aber das Dungeon-Item hier, um das zu kriegen. Oder auch nicht. Dachte eigentlich, das wäre so, aber okay. Schnecke weiblich. Aber hinter diese Statuen kommen wir nur mit dem Dungeon-Item. Triforce-Symbol. Die unsere zwei Wächter, hm? Das scheint sie wirklich zu sein. Die Zitadelle. Nur ohne die ganzen Symbole hier um einen herum. Okay, das ist neu. Die Tante rennt da rein? Aha. Tja, Leute, jetzt stehen wir hier vor dem nächsten Dungeon, den ich in der nächsten Folge in Angriff nehme. Wird natürlich wieder eine etwas längere Folge, aber ja, dafür hatte er was viel Tempelhaftigeres.
ich würde hier gerne sehr viel länger stehen. Aber okay. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Nehmen dann Dungeon Nummer 6 in Angriff. Also, bis dahin. Tata!